Die Woche beginnt mit Zahnschmerzen und einem grünen Smoothie. So, und jetzt gibt's mal fettes Produktplacement. Und zwar werde ich jetzt mal was probieren. Und zwar also ich werde hier die Cashew und Kakao zuerst probieren. Das ist ein Müsli. Und zwar ist das von Seedheart. Die sind relativ neu, das ist ein deutsches Unternehmen, junges deutsches Unternehmen, so ein Startup. Und ja, und da ist es so, da ist, also alle Sorten sind komplett zuckerfrei. Komplett glutenfrei und alle 100% natürlich, also mit Quinoa, mit Kernen, mit Beeren, alles so. Und das ist natürlich total geil, wenn man so ein Müsli hat, dann ja, dann ist es ja nicht wie bei den herkömmlichen Müsli mit dem Zucker, dass man da nur kurz Energie oder sowas hat, sondern hat man richtig lange von Energie. Und ich packe euch den Link auf jeden Fall zu Seedheart mal unten rein, auch schon deshalb aus Dankbarkeit, weil die mir mal das zugeschickt haben. Das heißt, ich habe hier die drei Sorten, die kann ich jetzt testen und die werde ich auch testen. Und ja, wir haben im Laufe der Woche so ein bisschen, ja, da auch meine Erfahrung mit den Sachen hier zum Besten geben. Ich nutze es allerdings nicht als Müsli oder wahrscheinlich nicht als Müsli, das kann ich euch so schon sagen, weil ich bin jetzt nicht so der Müsli-Freund, aber ich werde es einfach so essen halt, diese Kombination mit einem Löffel einfach so essen. So, da werde ich also mein Feedback mal abgeben. Also das ist jetzt die erste Sorte, das ist die Cashew und Kakao und da ist es so, da ist ja kein Zucker drin, aber es sind Datteln drin und deswegen schmeckt das wirklich süß. Allerdings natürlich nicht extrem süß, aber so eine leichte harmonische Süße. Sehr kakaoisch und vor allem viel, viel Körner. Und ich liebe das. Und das Geile ist, dass solche Samen und Körner, also wenn du Milch drauf machst, die müssen immer noch knackig bleiben. Die tun nicht so wie diese Flakes, die man dann immer so bei diesen Müslis drin hat. Ja, auch Haferflocken, die werden dann immer so weich. Und die werden wahrscheinlich ihren Crunch auch behalten, wenn du in sie Milch einweichst. Also von daher echt, muss sagen, ja, ist gut. So, und zum Abend gibt es einen schönen großen Salat. Ich weiß nicht, ob ich den komplett schaffe, aber da ist ordentlich was dran. Seht ihr mal im Vergleich, dass ihr meine Hand seht. Meine ist schon eine Riesenhand, aber das ist halt so eine richtig große Schüssel mit ja, Tomaten, Spinat, Zwiebeln, Gurke und Paprika. Das mache ich mit Salz, Pfeffer und mit ja, Öl und Essig an und dann lasse ich es mir schmecken. Und nun gibt es einen Smoothie. So, ich habe mir das jetzt hier umgefüllt in so eine Schachtel und ich werde das jetzt wahrscheinlich nicht jedes Mal aufnehmen, wenn ich jetzt nur einen Löffel esse, aber über den Tag verteilt, manchmal hat man so ein bisschen Appetit auf was, ja, was Süßes, ein bisschen Appetit, einfach nur rumsnacken und dann nehme ich den Löffel und dann nehme ich hier einfach so einen Löffel von diesem Samen hier und muss sagen, also ich glaube, das wird sich in meinen Alltag integrieren hier. Einfach nur Körner, das hier sind Amaranth, Quinoa, Kürbiskerne, roher Kakao, Sonnenblumenkerne, ne? Solche Sachen. Und einfach mal so einen Löffel, wunderbar. So, frisch aus dem Garten geerntet, Tomaten, Paprika und Gurken. Und die werde ich jetzt einfach so wie sie sind, einfach essen. Und es ist so ein unglaublicher Unterschied, wenn du so eine Tomate aus dem Garten isst. Mit denen, die er kauft. Also, das ist ein richtig geiles Mahl jetzt zum Abendbrot und na, ich freue mich total. So, nachdem das erste Päckchen relativ lecker war, werde ich nun dieses Very Berry essen. Und ich werde wahrscheinlich jetzt so die Hälfte der Packung essen, das sind 800 Kalorien. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Einfach so, ohne alles, einfach nur mit einem Löffel und ab geht's. So, nachdem ich nun über 20 Kilometer gelaufen bin gerade, könnt ihr bei Strava verfolgen. Ja, musste ich mich einfach belohnen und ihr wisst ja, ich habe pro Tag ungefähr ein Budget von ungefähr 4 Euro und ja, die Melone hat ja natürlich 5 Euro gekostet und ich weiß nicht, ob es heute alles ist, was ich esse. Auf jeden Fall, ja, ich habe einfach riesig Bock auf die Melone gehabt, wollte mich belohnen und deswegen habe ich mir hier eine Melone für 5 Euro gekauft und ja, die werde ich jetzt Stück für Stück genießen, Scheibe für Scheibe und ja, ich freue mich total drauf. So, der Obsttag. So, die Melone hat mir natürlich sehr gemundet, war auch wirklich sättigend, war ein Riesending. Und ja, und jetzt gibt es noch so ein Apfel-Bananen-Eis. Also einfach nur Apfel-Bananen und ein bisschen Dattelpasta. So, und jetzt gibt es eine Handvoll Bananen und ja. Nee, Quatsch, ich werde jetzt ungefähr so ein, zwei Stauden werde ich jetzt schon essen und den Rest werde ich einfrieren und ja, Bananen-Eis draus machen. Aber jetzt gibt es erstmal richtig viel Bananen. Und jetzt gibt es wieder mal Melone. Und jetzt gibt es einen großen Smoothie. So, und jetzt gibt es nochmal gegen Abend 3-4 Esslöffel von diesen Samen. Und nun gibt es einen Melonenteller. So, ich gehe jetzt auf das Festival und nehme mir so einen Eisbergsalat mit, den ich einfach so nebenbei auf dem Weg schnurps. So, das ist die letzte Portion von
der letzten Packung. Das war die ganz Classic-Variante. Und ja, ich habe jetzt nun alle drei Portionen ja aufgegessen, drei Packungen. Danke nochmal an Citat. Wie ihr alle wisst, ich bin dankbar über jedes Nahrungspaket, was ich derzeit erhalten kann. Und ja, und hier gibt es dafür auch meine ehrliche Meinung an Citat, an denjenigen, der mir das sozusagen geschickt hat. Also ich finde die Idee genial. Ich finde das richtig, richtig gut. Hat mich auch selber persönlich inspiriert. Sehr, sehr viel, ja, Kerne und so Keime zu essen und einfach zusammen, weil man isst drei Esslöffel und hat so richtig das Gefühl auch einer Sättigung und ja, einfach, das fühlt sich irgendwie gut an für mich. Also finde die Idee sehr, sehr gut. Von den Sorten her muss ich sagen, hat mir die Cashew-Kakao ein bisschen am besten geschmeckt, dann die Berry und die Classic ist halt relativ unspektakulär, wenn man es halt einfach nur so isst und für mich persönlich zu wenig süß. Die anderen beiden Sachen sind durchaus ein bisschen süß, diese Variante hier, ja, finde ich nicht wirklich süß und ja, also von daher, gute Sache, gerade für Leute, die glutenunverträglich sind und Müsli früh essen wollen, ist das natürlich genial und ja, kein zugesetzter Zucker, ist klar. Es sind Datteln drin, es sind Beeren drin, also natürliche Süße, finde ich gut. Aber um ein komplettes Urteil so abzugeben, gehört natürlich auch der Preis dazu. Und ich weiß nicht, ob ich es die Woche schon mal erwähnt habe, dass so eine Packung kostet 5,95 Euro. Und ja, das bedeutet, man zahlt pro 100 Gramm 2 Euro. Und ja, das ist, wenn man sich das selber zusammenstellt, natürlich billiger, logischerweise. Die Firma will natürlich auch Geld verdienen. Man hat halt hier den Vorteil, dass man das einfach nur kauft und hat das fertig zusammengestellt und gut ist. Inwieweit das jemand nutzt, muss jeder für sich selber entscheiden. Für mich persönlich ist es zu teuer und deswegen werde ich es nicht kaufen. Aber für die Leute, die das Geld übrig haben und die einfach so wirklich eine unkomplizierte, glutenfreie, zuckerfreie Müsli-Alternative wollen, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Und ja, das soll mein Statement dazu gewesen sein. Hat mich ein bisschen über die Woche gebracht. Also pro Packung, glaube ich, ungefähr 2000 Kalorien. Das heißt, hier habe ich 6000 gesunde Kalorien die Woche mit verbrauchen können. Davon nochmal danke an Citat. Und genau, und das war jetzt sozusagen meine Food Diary Woche.
So, und jetzt werde ich die andere Hälfte essen. Also eine so eine Packung hat ungefähr 1500 Kalorien. Zusammen mit einem Smoothie zum Beispiel wäre das der Tagesbedarf. Er sieht zwar nicht so viel aus, aber dadurch, dass es alles Körner sind, geht es eigentlich ganz gut weg. Und ich werde auf jeden Fall jetzt die zweite große Hälfte essen, denke ich. Und bin dann mit 1500 Kalorien heute schon dabei. Und dabei habe ich gerade mal hier ein paar Körner gegessen.